Ancient. Uhuje, die Magie bei BC. Mit diesem Intro starten wir auf Luigi's Mansion. Guckt euch mal die Buchstaben an. Wir haben ja. Aho, ist mir gerade erst aufgefallen. So, wir löschen mal eins. Ja. Und machen ein neues Spiel. Ich dat nicht schön, du. Ja, komm jetzt, starten. Oh je. Wie ihr seht, ist Luigi Zuhälter und hat eine Villa bekommen. Also das heißt, er ist der zweite Hugh Hefner und hat nur seine Bunnies verloren. Was denn los? Hä? Zu. So, erstmal gucken wir durch die Gegend so. Was gibt's denn hier so Schönes? Auch verschlossen, natürlich. Was kann man sich denn hier angucken? Oh! Was ist das denn? Das ist eins der verschollenen Hausbunnies. Ja. Eins der Hausbunnies habt habt ihr jetzt gesehen, ne? Schönes Gefühl. Und die hat uns einen Schlüssel hinterlassen. Das heißt, sie will uns irgendwo hinführen. Und da passt der Schlüssel auch rein. Aha. Wer es wohl gemerkt hat, es geht nicht hier um Playboys. Nämlich es geht es um Luigis Krankheiten. Autsch! Uff, da werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diese spukigen Unfug. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor I. Git. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier immer mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Na, ich bin Hugh Hefner. ein Geist. Krass. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Also, Kleiner, leg dein Zeit zu wieder. In Sicherheit. Luigi war dein Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass ich unsere Wege kreuzen. Ach so, dass sich gut abgepasst. Luigi, wie du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudie. Professor I. Git Geisterforschungslabor oder schlicht und ergreifend das Labor. Was?
Egal. Falls du Abkürzungen bevorzugst, du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig das Ganze. Ich lebe hier schon seit ich ein junger Kerl und von 20 Lenzen war und ich sage dir eines, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zu Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer, aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer Rotmütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus, er hielt nicht einmal für ein kurzes Pläuschen und er kam auch nicht zurück. Oder hab ich das noch nur geträumt? Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geisterhausbunnies. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Ich zeige dir, wie du dem Ganzen gewaffnet bist. Damit du den Bruder retten kannst, Luigi. Okay. Oh ja, Taschenlampe ein aus. Okay. Kann ich alles. Oh, sorry. Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt. Ich nenne ihn, das ist genial. Schreckweg 8/16. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn mal an. Halte die R-Taste gedrückt, um zu saugen und bestimme die Richtung mit dem Z-Stick. Ganz gleich für wie stark du deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft, aber herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Aber solltest du das hier einsetzen, nur so kannst du diese bezwingen. Dafür fürchten sie sich maßlos. Aha, Geister haben Angst vorm Staubsauger, natürlich. Nur nicht mal Spinnen haben Angst vor davor. Geister mögen es dunkel, folglich meiden sie das Licht. Wenn du sie also mit einem Lichtschwert blendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nah genug dran bist, dann halte die R-Taste, das ist rechts, gedrückt und halte den Kontrollstick an die entgegengesetzte Richtung weg vom Geist. Natürlich machen wir so. Okay. So, okay. Und denke daran, jedes Mal, wenn du das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Während. Aha, ein Geist also hat also ein Herz. Ups, Alter, da war ich jetzt wohl zu langsam. Wenn das Herz des übrigen Geistes erscheint, kannst du ihn aufsaugen. Ja, meine Fresse. Es gibt auch diese Kugeln, wenn man die einsaugt, aber die Kugeln bringen, glaube ich, gar nichts. Ja doch, die bringen Punkte, aber ich glaube, desto mehr Punkte, desto mehr, ne? Oh, da war ich wohl zu schnell. Aha. Mal gucken, ob ich alle auf einmal einsaugen kann. Nein, Doppelstrahl. Jetzt wird einfach mal das Ding drehen, das bringt einfach alles. Erfolgreiche Geisterjagd setzt die kombinierte Verwendungen von Taschenlampe und Schreckweg voraus. Naja. Das machst du im Schlaf natürlich. Gut. Hey, sieben Geister, das läuft ja wie im Schnürchen. Und jetzt, Weinfein, du bist ganz schön in Schwitzen gekommen. Was hältst du von einer kurzen Verschnaufpause? Ich will einfach zocken. Gut, nein, danke. Ich bin fertig. Ich brauche nichts. Die Galerie kann ich euch ja später zeigen. Zur Villa. Ja, und zwar ist Luigi's Mansion 2001 bzw. 2002 rausgekommen bei uns. Ja, und da ist nochmal ein Winke-Winke von dem Professor Igitt. Oh ja, der Licht, es werde Licht. Wow! Was hat der denn zu sagen? Komm doch.
Moho, wo steckt nur Mario? Ich noch zwei. Was, Luigi? Was? Oh, Spitze, du bist es, Luigi. Du hast es doch noch geschafft. Bin ich froh, dem Himmel sei Dank. Warum ich hier bin, nun Prinzessin Peach bat mich hier nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Als ich hier ankam, wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario, weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste nicht mehr. Weiter, es war furchtbar. Ich flehe dich an, du musst Mario finden und ihn verge... Oh, Quatsch, und Prinzessin aufgeregt, wie er zurückkehrt. Jetzt tschüss, überlass das mir. Schön. Ja, juhu, danke, Luigi, da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. So, jetzt gehen wir erstmal... Oh. Nö, ich speichere später. Okay, gut. So, mit Luigis Mansion wurde die eckige, sag ich mal, Grafik, eckige Klotzgrafik der N64 und ups, die eklige Klotzgrafik der N64 wurde verabschiedet, aber die neue gute Hightech Definition Grafik von der GameCube ist begrüßt worden, und zwar mit Luigi's Mansion. Was für ein Wunder, haben wir damals gejubelt, Leute, ne? Ich, ein dreijähriger Bub, konnte es kaum fassen, Alter. Was war da los mit mir, ey? Ich war da gerade 3 Jahre alt und hab da schon gespielt. Ach, Quatsch.